Ey ho, meine Lieben, heute machen wir nur einen schnellen Snack aus Gründen. Schatzi musste weg. Und was mache ich heute? Frühlingsrollen, Bacon. Wir machen den guten alten Klassiker Bacon gewämste Frühlingsrollen. Ja, und wen habe ich im letzten Video angekündigt? Wer wieder da ist? Der hässliche Thunfisch. Da muss ich kurz einwenden. Ich heiße immer noch der hässliche Seestern. Ah, okay, dann war es doch Seestern. Habe ich verwechselt. Tut mir leid. Fangen wir an. Geh mal rüber, legen wir los. Tja, Freunde, da haben wir es jetzt. Frühlingsrollen. Und ich zeige Patrick jetzt genau eine Frühlingsrolle. Und danach darf er nämlich weitermachen. Da bin ich jetzt nämlich kackfrech heute. Schau her, Patrick. Du nimmst da ein Bacon, eine Frühlingsrolle. Dann nimmst du dir die erste Scheibe Bacon. Wickelst sie schön sauber rum. Dann nimmst du die zweite Scheibe Bacon. Und wickelst die im Anschluss genauso schön rum. Dann kannst du es noch ein bisschen festdrücken und dann legst du die einfach hier drauf. Und das machst du jetzt mit den restlichen 7 Stück. Schaffst du das? Ich probiere es. Er probiert es. Schau mal zu bei der ersten. Zerreißt er gleich den Bacon, weil er zu hastig ist? Nee, nicht einmal. Ja, man muss ja ein bisschen aufs Alter Rücksicht nehmen. Bei dir dauert es ein bisschen länger. Ja, ja, aber bei mir ist der Bacon genau bis zur Hälfte gegangen. Ja. Und vorne schaut, auf der Seite schaut jetzt die halbe Frühlingsrolle raus. Bisschen, doch hier auch. Bisschen andrücken, komplett in die Hand nehmen, bisschen andrücken und dann weglegen. Genau. Und wenn wir die fertig haben, holen wir euch wieder dazu. Ich gehe dabei mal den Grill anfeuern. Dringel dich vor, kein Problem. Da haben wir sie. Und sag doch mal, was du zu mir vorher gesagt hast, wo ich das erste Mal gesagt habe, was wir machen. Ich habe gesagt, das kann nicht schmecken. Zu Frühlingsrollen gehört für mich einfach eine Süß-Sauersoße. Die kannst du dazu genauso noch essen. Aber er glaubt nicht, dass das schmeckt. Wir testen es. Wir können auch noch Fischstäbchen mit Bacon einwickeln. Das schmeckt auch geil. Ohne Schmarrn. Sollen wir? Ich schaue, ob ich noch Fischstäble da habe. Bin gleich wieder da. Naja, es sind komische Fischstäbchen. Also leider keine mehr. Aber ich habe noch 2 vereinzelte Frühlingsrollen in der Packung gefunden. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr raus. Die Frühlingsrollen, was wir bis jetzt gehabt haben, waren Rind und Schwein und die sind noch mit Hähnchen. Also passt. Patrick, walte deines Amtes. Ja, machen wir bloß die Frühlingsrollen. Und ich wollte vorher schon sagen, sollte uns das Essen jetzt eben nicht reichen, dann kann ich immer noch Frikandeln oder holländische Kroketten in die Fritteuse schmeißen. Also wie gesagt, es ist nur ein Zwischensnack. Eigentlich wäre jetzt heute ein, Vorsicht, Spoiler, einen schönen gefüllten, gerollten Braten gegeben. Aber den machen wir dann morgen Mittag. Genau, und jetzt gehen wir gleich raus. So, Freunde, und da so schön war mit dem Patrick, darf der uns jetzt auch die bacongewämsten Frühlingsrollen schön in den indirekten Bereich legen. Nicht runterschmeißen. Du kannst auch ein bisschen näher vor die Cam kommen. Aber es ist zu heiß. Leg's drauf. Weil er grillt ja mittlerweile zu Hause auch selber, habe ich gehört. Ja, alles schön in den indirekten Bereich und ab und zu mal drehen und wenden. Jetzt wissen wir natürlich nicht mehr, welche Frühlingsrolle was war. Dann gibt es Überraschungsrollen. Das war, glaube ich, eine von den dicken. Die lege ich mir hier ganz außen hin. Da sind 3 Bacon rum, was?
Sehr schön. Ja. Gut. Dann kannst du den Deckel zumachen und dann können wir erst einmal schön grillen. Ein paar Minütchen später, ich stehe wieder hier hinter der Cam, schauen wir mal nach. Und jetzt kannst du quer zum Feuer legen einmal. Nicht über die Glut, im indirekten Bereich lassen. Ach so. Und zerfleder doch den Bacon nicht so. Das kommt davon, wenn man eine Hand in der Tasche hat. Was hat denn das damit zu tun? Warte mal. Und wenn man hier das Ding rauszieht, geht die Zange weiter auf. Der zerfledert alles. Das ist ja furchtbar, der Kerle. Ich habe kein Feingefühl. Ja, dann lernst du es. Grobmotoriker. Dann lernst du es. Nein. So, und in der nächsten Runde legen wir die Reihe nach hinten und die Reihe nach vorne und einmal gedreht. Also haben sie dann gar kein Becken mehr. Aber hier ein bisschen weiter nach hinten, weil die nämlich ziemlich nah an der Glut sind. Weil sonst verbrennen uns die Spitzen, weißt du? Alles klar. So, Freunde, ich war kurz drin und der Patrick schaut hier anscheinend gar nicht nach und uiuiuiuiuiui. Patrick, lässt du hier unser Essen verkohlen? Schaut super aus. Da hast du überall zu wenig Bacon drauf, eindeutig. Und jetzt zu spät. Dann drehen wir nochmal alle um. Schau, die kann man auch einfach rollen. Siehst du, da wo drei Scheiben drauf waren? Na komm schon. Nein, das ist noch nicht zu spät. Das ist alles noch gut und im grünen Bereich. Die kann man so leicht rollen. Mach ich doch. Mach doch mal die Augen auf. Ich habe nur eins. Ach so. Also blinder Thunfisch. Hässlicher sehe ich immer noch. Na komm jetzt. So. Und dann tät ich mal sagen, in 2, 3, 5 Minütchen können wir Essen anfangen. Deckel zu, Affe tot. Ne. Ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, die runterzuholen. Dieses Mal haben wir den Bacon richtig kross und knusprig gemacht. Tust du deine Finger da weg? So, meinen lege ich hier ganz außen hin. Leute, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und der Patrick ist bestimmt schon gespannt, wie es schmeckt. Tja. Ja, dann gehen wir rein und tun Essen. Furchtbar. Der Typ ist furchtbar. Dann will er einfach nicht mit vor die Cam. Man kann es kaum erwarten. Ja, schiebt das rein. Da ist die Kamera. Schau, hier ist die Linse. Genau hier. Boah, jetzt sehe ich euch. Guten Morgen. Schmeckt super. Sag ich doch. Mhm. Also Leute, ist zu empfehlen. Du könntest es ruhig nachmachen. Können wir jetzt in Ruhe essen? Nein. Wieso nicht? Aber zuerst rumheulen, gell? Mhm. Mir nichts glauben wollen. Also. Er schmeckt wirklich sehr gut. Macht es nach. Ciao. Ja, und wie gesagt, das nächste Video hauen wir dann an gescheiten Braten auf den Grill. Leute, wir sehen uns. Oh, heiß! Das habe ich mir auch gerade gedacht. Gestern war Brand.